So, liebe Leute, da sind wir wieder zurück bei Zombie Cure Lab und bereiten uns auf die nächste Welle vor, in der ich nicht nur Oberhand gewinnen will, sondern auch neues Personal rekrutieren möchte. Und das machen uns die Entwickler jetzt ein bisschen leichter. Es hat ein paar Updates gegeben. Wir sind in der Version 0.15.20 und es wurde Balancing betrieben und Bugfixing. Zum einen, was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass jetzt mehr schwache Zombie-Wellen kommen, wo die Zombies nicht so stark sind und besser eingefroren werden können einerseits und andererseits Yumbis Stufe 1 in der Basis nachts nicht zu randalieren und damit die Wissenschaftler nicht zum Fliehen zwingen. Heißt also, nachts wird mehr repariert und wir können hier insgesamt wieder ein bisschen besser zu Potte kommen. Jawohl, in der letzten Folge hat man das vielleicht schon gesehen, dass da ein bisschen was passiert ist. Hier wird es wahrscheinlich jetzt ziemlich deutlich zu sehen sein, dass wir besser zu Rande kommen. Also, was haben wir jetzt noch? Ein paar Ideen von euch. Das eine war, ich könnte mal die Mauern verdoppeln. Das hatte ich schon mal irgendwie so ein bisschen, naja, ich will mal sagen, abgelehnt, weil ich gedacht habe, naja, das Stein reicht. Aber auf der anderen Seite, wenn wir hier das so ein bisschen vorbauen und die Schneeballwerfer auch hier vorne reinsetzen, dann hätten wir doch eine bessere Sicherheit, oder? Damit fangen wir einfach mal an und nehmen jetzt nochmal eine Steinwand. So, drei Holz, drei Stein, das ist also alles kein Problem, das haben wir. Gehen so ein Stück nach vorne, das müsste reichen für die Schneeballwerfer. Ja, so. Und ich denke, das ist symmetrisch, so schaut das aus, den bauen wir so. Und der kriegt auch noch ein Tor. Und erst wenn das Ding steht, ziehen wir die Schneeballwerfer und die Schneekanonen um. Und ich denke mal, hier machen wir das Gleiche, denn da könnten irgendwann auch Zombies kommen und lieber sind wir vorbereitet. Also, machen wir das mal so. So. Und so. Jawohl. Und hier noch ein Tor davor. Und dann ist das doch schon mal ganz gut. Okay. Was haben wir noch? Also. Hier natürlich die Upgrades könnten wir auch noch ein bisschen weiter treiben. Das machen wir mal, da brauchen wir nur Stein, das ist relativ günstig. Aber wir wollen die Leute auch nicht zu sehr binden. Sie sollen nämlich das hier bauen. Wir brauchen dringend mehr Eisbeutel und da muss hier mit größerer Priorität dran geschafft werden. Und jetzt überlegen wir mal eine Sache. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Einteilung hier in Schichten erstmal nicht so viel bringt. Denn wenn sie Bedürfnisse haben, die Mitarbeiter, dann werden sie die auch erfüllen, sofern sie die Möglichkeiten haben. Und ich denke, dass die Priorität der Bedürfniserfüllung höher ist als die Priorität der Schichteinteilung. Deswegen werden sie ihre Arbeit in eigenem Ermessen niederlegen, wenn sie ja, Bedürfnisse haben. So, und gleiches gilt jetzt auch mal hier für den Laufradgenerator, ne? Können wir auch mal im Zweischichtbetrieb laufen lassen. Wir probieren es einfach mal wieder. Ihr habt ja angemerkt, dass die sich sehr gut im Nachtbetrieb ergänzen zu den Sonnenkollektoren tagsüber. Aber hier, das muss alles ordentlich betrieben werden. Und auch hier der Hochofen, ne? Der muss auch mal ein bisschen Material rausrotzen. Wir haben nicht viel Metall, sehe ich gerade. Insofern muss da was gehen. So, der Raum steht. Der hier will gar nicht. Und wisst ihr was? Mit dem mache ich jetzt so lange rum. Würde ihn gerne löschen, es geht aber nicht. Also, können wir irgendwie Objekte einzeln löschen? Dann machen wir das schon mal. Vielleicht kommen wir der Sache irgendwie näher. So, und der Waffenschrank? Den können wir rausziehen jetzt, dann machen wir das doch auch. Darüber hinaus würde ich mal hier bei den Strommasten ein wenig aufräumen. Guck mal, hier wird endlich gebaut. Wie machen wir das denn? Was brauchen wir denn hier? Den brauchen wir nicht mehr. Der ist aber auch schon zum Abbauen vorgesehen. Huch, und da ist er auch schon weg. Der Mast ist weg, das Kabel nicht. Okay. Ist jetzt auch ein bisschen speziell. Der ist vorgesehen zum Abriss. Das ist schon mal gut. Und hier ist auch viel zu viel Wirrwarr. Das werden wir jetzt mal lösen. Der kommt weg, der kommt weg. So. Was machen wir dann? Hier hinten auf jeden Fall schon mal ein bisschen upgraden.
Hier würde ich gerne noch einen neuen Raum hinbauen. So, hier stocken wir das Personal mal auf. Und was ich noch nie getan habe, ist mir hier so richtig Gedanken zu machen über die Arbeitseinteilung. Ne? Wir haben ja die verschiedenen Aufgaben. Einer füllt Material nach oder transportiert Gefrorene oder behandelt. Insofern könnte man mal gucken, dass wir die Aufgaben mal so verteilen, dass drei Leute, die da sind, hier... Ja, das macht eigentlich keinen Sinn. Also, wenn von den drei nur zwei da sind, dann sollen wenigstens alle Aufgaben gemacht werden. Nee, das lassen wir erst nochmal so. Okay. Was haben wir denn noch? Ja. Die Gefahrenquellen haben wir noch. Hier muss jetzt keine Prio mehr hin. Das wird auch so klappen. Also, ich überfrachte schon wieder alles mit Arbeit hier. Ich würde jetzt mal sagen, wir haben viele Forschungspunkte. Wir gucken uns jetzt einfach mal an, was wir so noch erforschen können. Und hier ist die Frage, ob das so clever ist. Guck mal, das machen wir auch mal ordentlich. Dass wir hier tatsächlich zwei Fleischkultivatoren laufen haben und damit auch viel Personal binden. Aber auf der anderen Seite, doch, ja, es ist notwendig. Wir haben nie genug Essen. Okay. Müssen wir also tatsächlich irgendwie ein bisschen im Blick behalten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zum Hauptquartier und schauen mal, was die für uns haben. Was können wir denn mitnehmen? Hier, Essen ist knapp, das nehmen wir schon mal alles mit. Ah, Gemüse ist auch nicht mehr allzu viel. Eisbeutel nehmen wir immer mit und das brauchen wir. Jawohl. Edi soll kommen. Wir gehen wieder zurück zur Mission. Also, checken wir mal. Hier brauchen wir jetzt erstmal keine Prio mehr. Die Mitarbeiter sind ja da. Hier brauchen wir auch keine Prio mehr. Hier wird mal was repariert. Das ist ja nicht zu fassen. Jetzt können wir den ganzen Raum... Jetzt probieren wir es bitte, ja? Nee. Will nicht. Und hier... Also irgendwas ist mit diesem Raum ein bisschen buggy. Okay, hier ist auch ein bisschen was kaputt. Und wir haben auch gar nicht genug Personal hierfür. Wir brauchen hier aber auch jetzt in der Tat gerade keine 5 Leute. Wir haben mehr als genug Holz hier. 2 reichen. Jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwie... Nee, ne? Warum kommen die nicht? Müssen wir mal gucken. Level 1 Jumbi. Keine Ahnung. Und da geht's rund, ne? Die Mauer steht noch immer nicht. Insofern müssen wir noch mal eine Nacht durchmachen. Ohne. So, was haben wir denn hier an Eiskugelbeuteln? Eisbeutel. Entschuldigung, ich bin beim Cocktails trinken. Wenige. Ja, nicht mal 10 Stück. Damit können wir nicht viel anfangen. Hier liegen 35 drin. Da liegen 12. 0, 9, wisst ihr was? Dann besetzen wir doch das, was wir haben. So, und die sollen auch nachfüllen. Dann sollen sie es auch selbst tun hier. Und der auch. Ist besser, sie holen das, sich das Zeug ab, als dass keiner irgendwas vorbeibringt. So. Ein gefährlicher Gegner in der Basis, wo auch immer. Das sind nur wütende Jumbis, nichts arg Schlimmes, würde ich sagen. Warum ist hier nicht funktional? Ja gut, der steht noch nicht fertig. Deswegen kann hier nichts gebaut werden. Und wo kommen die Monsterchen? Jawohl, das sind die ersten. Los geht's, Schneekanone tut ihren Dienst. Und hier wird mächtig eingefroren direkt. Kann mal bitte jemand hier, bitte, ja. Nicht genug Mitarbeiter, das ist jetzt natürlich wieder genau das, was ich hören wollte. Setzen wir nochmal einen frei.
Hier haben wir auch viel zu viel. Brauchen wir nochmal 3 raus. Ah, geht doch. So, und dann sollten wir gleich mal klären, wie viele wir hier jetzt eingefroren bekommen und wie viele neue Mitarbeiter wir dann dadurch kriegen. Das wäre jetzt mal sehr spannend. Oh, hier, das ist ganz schlecht. Uns geht der Strom in die Binsen. Eieieiei. Hoffentlich hält es noch ein bisschen. Ja, wir machen immerhin noch Plus, ne? Bei der Energie. Insofern ist es jetzt keine sehr große Gefahr. Hier haben wir noch ein bisschen Vorrat. Das ist schön. Der soll auch nachfüllen. Und wenn er auch tags arbeitet, dann kann er auch tagsüber nachfüllen. Jawohl. Was, aber einer füllt nicht nach. Das machen wir mal so. Hier machen wir das auch mal so. Und hier machen wir das ähnlich. So, jetzt sind sie alle weg und holen neue Eisbeutel. Na, kommt schon, Leute. Weiter geht's. Och, hier will jemand lieber zum Sofa. Ja, mitten in der Nacht, mitten in der Zombie-Welle, kein Problem. Hau ab! Gar kein Thema. Wir haben tatsächlich Engpässe noch und nöcher, ne? Also hier, guck mal. Die wollen alle lieber schlafen. Aber zwei Betten sind ja auch schon wieder kaputt. Der Raum ist mir ein komplettes Phänomen. Was mit dem nicht in Ordnung ist, würde ich gerne verstehen. Für schon lange priorisiert, Objekt löschen, vielleicht geht das. Und dann setzen wir mal eine neue. Kann mal jemand bitte hier weitermachen? Ist das jetzt mal möglich? Nö, ne? Hier haben wir nämlich keine Eisbeutel mehr. Hier will einfach niemand was machen. Wo ist der denn? Was macht diese Schnarchnase? Der pennt. Ich werde wahnsinnig. Ist ja nicht so, dass wir hier nicht genug zu tun hätten. Gehst du jetzt mal bitte an deinen Arbeitsplatz, ha? Erwisch jeden hier, der nichts schafft. Ja, der will Komfort. Der hat kein Sofa. Hier steht keins drin. Na, also dann wissen wir, was wir zu tun haben. Sofa Stufe 1, passt mal auf. Wir gucken mal, ob hier was geht. Bei den Bedürfnissen, da haben wir Sofa Stufe 2. Dann nehmen wir das doch lieber. Das kostet aber 10 Metall. Da können wir eins bauen. Ja, dann machen wir das doch. Okay. Jetzt haben wir hier 3 Leute. Ich habe mir mehr erhofft. Aber so ist es nun mal. Immerhin. Jetzt ist die Frage, was hier los ist. So, 3 Leute, die hier schaffen. Nummer 1 ist da. Nummer 2 auch. Nummer 3 auch. Und warum macht keiner was von euch? Einer müsste doch jetzt loslaufen und müsste unsere Zombies einsammeln. Pass mal auf, ich nehme euch nochmal raus. Ich. Ja, wollte gerade sagen, lade nochmal neue Leute ein, aber ich habe gar keine mehr. Ich habe also richtigen Personalengpass hier. 0. Ich muss das hier echt reduzieren jetzt wieder.
Weil jetzt brauche ich die Leute tatsächlich hier oben. So, 1, 2, 3. Auf dem Weg. Müde. Das ist nicht zu fassen, oder? Und du bist da. Wie schaut's aus mit Material? Ist alles da? So, hier automatische Behandlung. Wir... Ach, guck mal, was können wir denn hier... eine schöne Queue reinbringen. Vollkommen egal. Also es gibt genug, was wir hier machen könnten. Es muss nur jemand mal die Leute holen hier. Es ist ja schön, dass wir jetzt die Mauer bauen. Aber kann bitte mal jemand diese Zombies hier holen? Behandlungspriorität, ja. Bitte. Aus irgendeinem Grund läuft das noch nicht nach meinem Geschmack. Hier wird jetzt erstmal repariert. Hallo, da stehen eingefrorene Zombies. Oh, und du? Was machst du? Hast schlechte Laune, ne? Mega. Also vielleicht müssen wir irgendwie erst dafür sorgen, dass die Leute alle hier ein bisschen besser beisammen sind. Bevor wir hier in irgendeiner Weise... Ja, guck mal, müde. Schafft auch keiner was von denen. Verschlingt Fleisch. Müde. Also wir müssen das noch irgendwie in den Griff bekommen hier. Ach, hier ist jetzt mal irgendwas passiert. So. Können wir jetzt eine neue Tür setzen vielleicht? Wäre das mal möglich? Jetzt fehlt schon wieder das Metall. Warum? Aha. So, hier löschen wir mal schnell diese blöden Abrissaufträge. Irgendwie haben wir es geschafft, dass der Raum wieder funktioniert. Ist ja schon mal viel wert. Und jetzt brauchen wir Metall. Wir brauchen dringend Metall. Nicht genug Energie, keine Verbindung zum Stromkreis, nicht genug Arbeiter. Ist auch vollkommen egal. Deaktivieren wir auch. Erstmal hier, braucht jetzt erstmal keiner. Da ist jetzt mein Metall hingegangen, das ich mir mit Mühe irgendwie erarbeitet habe. Am Hochofen schafft noch immer keiner. Die pennen alle. Also ich glaube, wir müssen das tatsächlich mit den Ressourcen erstmal hinbekommen. Damit die Leute alle fit sind. Können wir hier irgendwie auch was an den Betten schrauben? Bett 2. Oh, es braucht aber auch Metall. Ich werde wahnsinnig. Wir erforschen es schon mal. Und ich gucke jetzt mal, ob wir lieber noch ein Bett 1 neu hinstellen. Jetzt, wo der Raum wieder funktioniert. Denn wir haben nicht genug Metall. Natürlich für ein Bett 2 würde das gehen. Aber ehrlich gesagt brauchen wir gar nicht mehr Betten. Die sind gar nicht alle belegt. Das Sofa ist viel wichtiger. Insofern machen wir nochmal ein Sofa Typ 1. Das braucht nämlich nur 100 Holz. So. Warum habt ihr miese Laune? Das ist der Komfort. Okay. Also, Sofas bauen und dann geht's los. Ja, guck, da ist direkt der Run drauf. Das ist mein Problem. Wir müssen das Spiel noch viel analytischer spielen. Jawohl. Also, das kann weg. Bis wir hier genug Metall haben. Jetzt wird auch wieder gearbeitet. Okay. Ich glaube, ich habe einen Mechanismus gefunden, um diesen Teufelskreis so ein klein bisschen in den Griff zu bekommen. Was ist mit euch? Also Nummer 1 ist hier. Nummer 2
Geh doch aufs Sofa, Mensch. So, das sind die Skills hier von den Leuten. Ja, gut. Was ist mit dir? Du solltest grillen. Tagsüber, dann geh grillen. Weil die Faxen dicke hier mit euch. So, also. Sofas werden genutzt. Betten werden genutzt. Wir kriegen mal hier wieder sowas wie ein bisschen Routine rein. Was ist hier? Hier ist nicht mehr viel zu holen. Nicht schlimm. Das setzen wir dann um, wenn es soweit ist. Hier. Da brauchen wir jetzt auch keine 5 Leute im Moment, oder? Wir haben ja doch genug Erz. Ja. Reduzieren wir auch mal. Ja, aber die bitte nur in der Tagsschicht. Doch, doch, doch. Und hier haben wir 2, das reicht vollkommen. Ich glaube, wir bekommen es langsam hin. Jetzt wird hier schön gebaut. Ihr auch. Es dürfte nur trotzdem jemand mal losrennen und unsere neuen Mitarbeiter begrüßen. Warum klappt das immer noch nicht? Sind jetzt tatsächlich alle 3 da? Reise das nochmal neu zu. 2 Stück. Automatische Behandlung. Ja, wird ja keiner behandelt. Also diese Behandlungskammern, die machen gerade aus irgendeinem Grund ein bisschen Ärger. Und ich weiß nicht, wieso. So, die 3 sind wieder am Start hier. Jetzt können sie aber wieder eingefroren werden. Den Strom? Nein, brauchst nicht. Aber der Strommast ist wichtig zum Verteilen, also bleibt er stehen. Presse funktioniert, das ist schon mal gut. Und die braucht tatsächlich Chemikalien. Da müssen wir nochmal dran denken, ne? So. Ein Sofa können wir upgraden. Das ist mir nicht klar, warum hier nichts passiert. Naja, irgendwas machen sie doch jetzt. Irgendwas passiert doch gerade. Nachgeladen ist alles. Jetzt stehen sie sich wieder hier vorne die Füße platt. Also. Wir räumen das hier nochmal um. Irgendwas passt hier nicht. Wir stellen die jetzt einfach mal hier so ein bisschen lose in den Raum. Ich weiß noch nicht ganz, was deren Problem ist. Jetzt ist sie weg. Es können natürlich so ein bisschen Relikte von irgendwelchen Updates sein, dass irgendwelche Dinge da nicht so richtig gut. Nein! Nun.
1 pro Stunde. Also irgendwas war mit diesen beiden hier nicht in Ordnung. Ich hoffe, wenn wir die neu gebaut haben, dass das dann jetzt ein bisschen besser funktioniert. Nun, Heli, kannst du uns Metall bringen? 2. Nun. Schade. Hatte auf mehr gehofft. Dann wäre die nächste Frage, ob wir irgendwie den Hochofen ein wenig pimpen können. Hochofenstufe 2. Der braucht natürlich 10 Metall. Aber er macht 2 Metall pro Stunde, also bitte. Das haben wir jetzt leider schon gebaut. Da hätte ich jetzt das Metall besser gebrauchen können. Aber gut, ich fange an, diese ganzen Abhängigkeiten hier zu verstehen. Die Schneekanone wird jetzt hier stehen. Und die kriegen wir hier rüber, oder? Passt denn nicht hin? Hier vielleicht? Jawohl, da würde sie passen. Dann machen wir das doch einfach so. Falls da mal jemand kommt. So, dann nehmen wir auch noch mal jemanden raus. Okay. Ich bin gespannt, ob wir jetzt jemanden eingefroren bekommen. Ob das jetzt reicht oder nicht. Wie viele Beutel haben wir denn? Ja, gut. Das reicht für eine halbe Nacht hier. Hier sind gar keine leider. So. Da legt ja auch keiner nach. Kann ja auch nichts werden. Da kommt er schon. Und los geht's. Wie viele hast du geholt? Naja, 2 Stück, danke. Immerhin. So, hier Stromproblem. Bitte mit Prio reparieren. So, das Ding steht wieder. Warum auch immer. Nicht genug Arbeiter. Ah, jetzt. Also, wir müssen immer mal gucken. Es könnte sein, dass nach einem Update irgendwie, ja, Dinge, die mal gebaut waren, vielleicht schon nicht mehr so richtig toll funktionieren. Aber jetzt geht's los. Okay. Also, schieben wir das ein bisschen auf meine Unfähigkeit, das zu erkennen. Denn wir sind, wie gesagt, im Early Access, dass da die Dinge nicht so immer richtig gut funktionieren. Das ist ganz normal, da will ich auch gar nicht drüber meckern. Das gehört dazu. Aber wenn wir verstehen, wo die Probleme liegen, dann können wir es auch vielleicht ein bisschen besser, ja, bedienen, bearbeiten, umgehen, wie auch immer. Ne? So. Aber jetzt gibt es Arbeitskräfte. So. Jetzt hoffe ich nur, dass der eine oder andere hier tatsächlich mal eingefroren wird. Und wenn die Nacht rum ist, dann machen wir für heute Schluss, liebe Leute. Ich bin schon mal guter Dinge, dass hier nichts schief geht. Gucken wir uns das hier mal an, oder? Oh, jetzt wird er auch noch sauer hier vorne. So, da ist der nächste. Nächste billige und willige Arbeitskraft. Jawohl, ja. Genau, hier noch was Schönes zum Arbeiten verpasst bekommen. Da ist der Herr Eisschrank. Oder der Herr Waffenschrank. Oder in diesem Fall die Frau Waffenschrank. Hat aber keine Eisbeutel mehr. Naja, läuft doch fast von alleine hier, oder? Was ist hier los? Haben wir noch niemanden eingefroren bekommen?
Aber hier wird schon mal gegen repariert. Ja. Ist doch alles entspannt. Jetzt bist du reif hier, oder? Nein! Keinen bekommen. Keinen. Aber gut, jetzt haben wir wenigstens die drei vom letzten Mal behandelt bekommen. Eingesäckelt, nenne ich das mal. Und jetzt können wir vielleicht ein bisschen mehr, ein wenig zuverlässiger betreiben hier. So. Hier steht das Upgrade noch aus. Es ist geplant. Die Ressourcen fehlen noch. Wir machen also nichts weiter, was Metall verbraucht, solange das hier nicht gefixt ist. So, und das müssen wir auch dringend fixen, sonst passiert hier hinten mal gar nichts. Dieses Ressourcenlager hier. Ganz ehrlich, ich glaube, das brauchen wir hier gar nicht, weil das baut ja auch nur Material ab. Es hebt es auf und es baut es ab. Und das ist nur noch ein bisschen hier hinten das Zeug und hier steht ja auch das nächste. Und das hier hat keine Ressourcen mehr. Also verschieben wir dieses Mal dahin und verabschieden uns von dem hier für immer. So, und dann brauchen wir auch diesen Strommast. Doch, den brauchen wir zum Weiterverteilen. Der bleibt stehen. Aber der hier, der kann gehen. Gut, Leute, also, die Nacht ist um. Ich verliere mich schon wieder in anderen Dingen, ne? Von wegen, wir hören nach der Nacht direkt auf. Bin ja schon fast wieder kurz vor der nächsten Nacht hier. Quatsch, bisschen übertrieben. Aber das ist jetzt mal so der Moment, wo ich sage, ich glaube, wir kriegen wieder alles unter Kontrolle. Ich bin guter Dinge und wir hören deswegen jetzt hier an dieser Stelle auf und sehen uns dann morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, euer Matze.